Ein ganz herzliches Willkommen an diesem Samstag hier aus Dortmund. Wir melden uns vom Spitzenspiel aus der U19 Bundesliga West. Borussia Dortmund empfängt den 1. FC Köln. Sind heute dank unseres Partners der Sparkasse mit dabei auf unserem YouTube-Kanal hier beim 1. FC Köln zu dieser Partie. Dortmund als Tabellenführer sicherlich favorisiert. 18 Punkte aus den ersten 6 Partien, sprich verlustpunktfrei. Das Team von Trainer Mike Thulberg, das wird für den FC heute keine leichte Aufgabe. Die Mannschaft von Stefan Rutenbeck aktuell auf Rang 5. Und so sieht es also aus, wie Dortmund hier reingeht mit Robin Lisewski im Tor. Vor ihm eine Viererkette mit Korzin jetzt links, Philippe Mané und Posadas innen. Rashidi rechts, Lubach und Wettchen auf der Doppel-6, Kempel, Rijkov, Gräfsun und allen voran Paris Brunner mit der Nummer 9 vorne mit drin. Brunner mit bereits 9 Toren in dieser Saison. Also auf ihn gilt es ganz besonders beim BVB aufzupassen. Auf der anderen Seite der FC mit folgender Startaufstellung. Alessandro Blasic steht im Tor, davor eine Viererkette mit Jakob Krautkrämer auf der rechten Seite, Mati Wagner auf der linken, Julian Pauli und Neo Telle in der Innenverteidigung, davor die 6 mit Faisal Haschaui im Mittelfeld. Müssen wir dann mal genauer sehen, wie es aussieht, aber Kian Hekmat wird sicher über links kommen, Justin von der Hitz über rechts, vorne Jaka Chuba Potocznik und dann Etienne Bourrier sowie Arda Süne in der Kreativzentrale im Mittelfeld. Wir sehen's, Wetter in Dortmund sieht gut aus, wir haben eine scheinende Sonne, es ist ja sicherlich noch ein wenig frisch, so 15, 16 Grad haben wir aktuell, aber das fühlt sich wärmer an, Wind weht ein minimaler, ein leichter, auch die ersten Zuschauer haben sich hier bereits eingefunden und sind bereit, um dieser Partie beizuwohnen. Unser Augenmerk richtet sich natürlich auch im Laufe dieser Partie so ein bisschen auf das, was uns dann um 15.30 Uhr in der Bundesliga erwartet. Wenn der FC auf den VfB Stuttgart trifft, wird ja auch eine richtig spannende und wichtige Angelegenheit in der deutschen Meisterschaft. Aber dieses Spiel hier verdient sich auf jeden Fall, dass wir mit dabei sind. Ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die für guten Fußball in dieser Altersklasse stehen. Der BVB eben aktuell in einem absoluten Lauf. Das Interessante ist, wir haben jetzt ja 6 Spieltage, 5 Rivalen. Hatten beide Mannschaften. Einziger Unterschied war, dass der FC gegen Schalke angetreten ist und Dortmund auf der anderen Seite gegen Viktoria Köln. Die anderen 5 Gegner, zwar nicht immer zum selben Zeitpunkt, aber man ist eben trotzdem auf sie getroffen. Das macht es natürlich auch interessant, wegen einer gewissen Vergleichbarkeit. So, die Mannschaften kommen rein. Angeführt im Übrigen vom Schiedsrichtergespann. Jan-Peter Wessels, 22 Jahre alt, kommt aus Moers, wird diese Partie heute leiten. Pfeift sonst auch schon in der Regionalliga West. Ganz junger Mann, der eben früh aufgestiegen ist. Unterstützt heute von Can Güzel und Ramon Leon Falke an den Seitenauslinien. Für den BVB als Favorit auch insofern eine interessante Partie, weil ja sehr viele dieser Spieler, die wir heute sehen, auch in der Youth League mit dabei sein werden. Ja, der Rasensprenger hier macht noch im Vorfeld ein bisschen den Mannschaften und auch dem Schiedsrichter gespannt zu schaffen. Soll aber gleich hoffentlich das Spielgeschehen nicht weiter beeinträchtigen. Ja, BVB spielt in der Youth League. Da finden die Partien ja immer parallel zur Champions League statt. Und am Mittwoch ist es wieder soweit. Da müssen die Dortmunder dann auf internationalem Parkett ran gegen Milan. Insofern werden wir auch dort viele Spieler sehen, die heute mit auf dem Rasen stehen. Auch das macht es interessant, wie Mike Thulberg, der Dortmunder Trainer, mit dieser Doppelbelastung umgeht. Wenn wir uns die Aufstellung ansehen, dann haben wir keine Veränderungen gegenüber dem letzten Spiel, als der BVB mit 3:0 gegen Gladbach gewinnen konnte. Insofern ein zu großes Schonen gibt es da nicht. Dortmund hatte ja auch das erste Spiel in der Youth League gegen PSG mit 1:0 gewinnen können. Auch das macht deutlich, wie stark unser heutiger Rivale aktuell drauf ist. Mal sehen, ob sich das dann auch in den 90 Minuten bewahrheitet. Letztes Jahr beide Mannschaften sehr erfolgreich in der U19 unterwegs gewesen.
Der FC hier als amtierender Juniorenpokalsieger mit dabei. Dortmund wurde letztes Jahr Zweiter in der Meisterschaft, verlor das Meisterschaftsfinale letzten Endes gegen Mainz 05. Beide Teams in der U19-Bundesliga in der vergangenen Spielzeit eben weit vorne mit dabei. So, Mannschaften spüren sich nochmal ein. Der Rasen jetzt ausreichend gewässert. Und dann wird es hier mit leichter Verzögerung auch gleich losgehen. So, die Spieler, die zunächst auf der Auswechselbank Platz nehmen müssen, sind dann auch gleich unten. Also, freuen wir uns auf ein gutes Spiel. Wird mit Sicherheit ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die auch für gewisse Offensive stehen. Torverhältnis bei Dortmund aktuell 21:1, beim FC eines von 10:6. Also das positiv. Der FC als Fünfter in dieses Duell heute gehend, hat natürlich auch die Chance, bei einem Sieg heute gegen Dortmund die Konkurrenz, die aktuell vor der Mannschaft von Stefan Rumpenbeck steht, wieder unter Druck zu setzen. Kurzer Blick vielleicht auf die Tabelle. BVB führt mit 18 Punkten, dahinter Bayer Leverkusen mit 15 Zählern, Fortuna Düsseldorf auf Rang 3 mit 13 Punkten, Schalke auf 4 auch mit 13 Punkten, dann der FC mit 10 Zählern und hinter uns dann Gladbach und Aachen mit jeweils 9 Punkten. Liga insgesamt eine 14er Liga. Eben die Bundesliga Staffel West in dieser Altersklasse. Erster guter Offensivmoment, kann sich gleich sehen lassen. Ja, schade, dass dann dieser Ball von Arda Süne nicht durchgekommen ist. Jakacz Schuba-Potocznik war da schon in verheißungsvoller Position. Filippo Mané, der Kapitän der Dortmunder. Hinten wiederum, gemeinsam mit Leonardo Posadas und Jadon Kocinic. Na, erste Dortmunder Möglichkeit, die dann allerdings aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen wird. Danilo Krefsun hatte sich da bereits in Position gebracht. War in jedem Fall mal eine enge Situation. Oh, gefährlicher Ball. Dicke Chance für Rijkov. Rijkov und das 1-0. Frühe Führung also für den BVB. Julian Rijkov erzielt den ersten Treffer. Er, einer der erfahreneren Spieler bei den Borussen. 18 Jahre alt, aus der Niederlande. Schnell und vor allem abschlussstark. Hat auch schon in dieser Saison in der Youth League getroffen und war auch schon im Kader in der dritten Liga, dort allerdings nicht zum Einsatz gekommen. Hier zeigt er, dass die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor durchaus eine seiner Stärken ist. Schade drum, guter Auftakt also für den BVB in dieser Partie durch Julian Rijkov. Hoffen wir mal, dass sich die Mannschaft davon nicht verunsichern lässt und weiterhin an den eigenen Plan glaubt, dass Rijkov gefährlich ist. Das hat er auch in der vergangenen Saison schon gezeigt, als er in der U19-Bundesliga West 15 Mal traf in 15 Partien.
und dazu auch noch in der Endrunde 4 Tore in 3 Begegnungen beisteuern konnte. Auch in der Youth League in der vergangenen Saison 5-mal getroffen. Hier in diesem Falle hatte er allerdings auch leider etwas zu leichtes Spiel. Treffer für Dortmund natürlich insofern ärgerlich, weil sich das jetzt nicht in dieser kurzen Spielzeit unbedingt angekündigt hatte. Sie hatten ihre erste wirkliche Gelegenheit dann eben auch sofort genutzt. Diese eine Gelegenheit hatte es aber eben auch so in sich, dass es eben gleich eine Riesenchance war. Zweikampf von Jaden Korzinietz. Vater war ja selbst auch Profi in der Bundesliga. Bernd Korzinietz, früher gespielt in Mönchengladbach 6 Jahre lang. Danach für Bielefeld und Wolfsburg sowie auch den MSV Duisburg. Aktuell Kaderplaner in der Jugend von Bayer Leverkusen. Rüber gespielt auf die rechte Seite. Ja, da könnte was gehen. Letzten Endes der Ball von Jakob Krautkrämer nicht durchgekommen, aber das sah schon mal ganz gut aus. Also insgesamt finde ich sehr passabel, wie die Mannschaft darauf reagiert hat, so früh ein Gegentor hinnehmen zu müssen. Team lässt sich davon nicht verunsichern. War ja auch vor dem 0:1 bereits so, dass die Mannschaft den Weg nach vorne gesucht hat, ein, zwei kleinere Momente hatte, die durchaus gut aussahen, und genau da macht man aktuell eben weiter. Rajkov geht da sofort hinterher. Aber für Alessandro Blasic kein Problem, damit locker umzugehen, weil eben auch außer Rajkov kein anderer Spieler des BVB wirklich nachgerückt ist. Kotzin jetzt. Dann Lubach wieder hinten rum, der Ball bei den Gastgebern. Philippe Manet, angelaufen in diesem Falle von Ada Sühne. Gut aufgepasst, Krautkrämer, Ball kommt gut durch. Hier an Heckmatt. Und der Freistoß. Thank you.
Abstände, Abstände, schieben, schieben, Dani. Einwurf präzise nach vorne. Ja, Dribbling über die linke Seite und die Flanke kommt. Und damit der erste Eckball in dieser Partie. Und wer weiß, was über so eine Standardsituation möglich ist. Chance für Dortmund. Ja, und dann frühzeitig die erste gelbe Karte in dieser Partie. Nach dem Foulspiel gegen Cole Campbell müsste das gewesen sein. Bekommen wir vielleicht gleich dann nochmal zu sehen. Gibt ja in der U19-Bundesliga 3 Staffeln. Das, was wir hier eben heute haben, ist die Staffel West. Wenig überraschend. Es gibt noch die Staffel Süd-Südwest und die Staffel Nord-Nordost. Hängt natürlich mit der Reisebelastung zusammen, die man dadurch reduzieren kann, effektiv reduzieren kann. Und allen voran, die Westliga hat sich in den vergangenen Jahren immer als sehr kompetitiv gezeigt. Und macht ihm auch deutlich, wie wichtig es ist für die Talente, sich hier präsentieren zu können. Na, Chance für die Dortmunder. Achtung, das könnte gefährlich werden. Abschluss ins kurze Eck. Aber letzten Endes nur das Außennetz von Paris Brunner. Glück gehabt. So, dann muss nochmal Brunner und hier sein Versuch. Alles offen! Zwölf Minuten gespielt. Dortmund führt mit 1:0 bereits früh seit der dritten Spielminute. Der Treffer eben gefallen durch Julian Rijkov. Aber der FC macht das bis zum jetzigen Zeitpunkt eben gut. Hat die richtige Antwort rein spielerisch, wie ich finde, darauf gefunden. Die Mannschaft wirkt weiterhin sich an den Abläufen. Gut gelöst über die rechte Seite. Etienne Bourrier bekommt Unterstützung. Justin von der Hitz. Flanke leider dann hinters Tor gegangen, aber das sah an sich schon mal richtig gut aus. Robin Lisewski im Tor der Dortmunder musste da noch nicht eingreifen, aber es könnte sich jetzt beispielsweise ändern. War für mich kein Foulspiel, also richtig, dass es da weiterging. Wenn, dann war es ein Foulspiel des Dortmunders von Raphael Lubach. Schaui hat das gut gelöst. Ball raus auf die linke Seite. So, Kombination schnell nach vorne. Immer wieder auch der Versuch, durch die Mitte zu agieren. Jetzt mal eine Kombination über die rechte Seite. War aber schwierig, den zu erreichen.
Auch weil Kortin jetzt gut positioniert war. Dortmunder versuchen es, wenn dann eben eher durch schnelleres Umschalten. Die langen Ballstaffetten haben wir beim BVB bis zum jetzigen Zeitpunkt eher selten ausgepackt gesehen. Brunner gegen zwei. Ein bisschen mit der Methode mit dem Kopf durch die Wand. Und nur weil Brunner selbst die Berührung sucht. Und die hat er ja eindeutig gesucht. Muss da noch nicht gepfiffen werden. Krautkrämer zwar mit Körperkontakt, aber alles in einem Bereich, der nicht geahndet werden muss. Und ich glaube auch für Brunner war das jetzt keine Situation, bei der er heute Abend noch schwere Blessuren spüren wird. So, Flanke kommt. Kein Problem für Blasic, den Ball abzufangen. Und vielleicht jetzt mal die Möglichkeit, schnell umzuschalten. Über die rechte Seite von der Hitz bietet sich da an. Kommt allerdings nicht an diesen Ball heran. Abgelaufen letzten Endes. Posadas und der Weg wieder hinten rum bei den Dortmundern über Lisewski. Brunner. Ja, bravo, Baris, Junge, bravo! Bravo, Baris! Holt dieses Mal den Freistoß heraus. Da haben wir Mike Thulberg, den Trainer des BVB, der auch die Mannschaft eben in der Youth League coacht. 37 Jahre alt, kommt aus Dänemark. Hatte auch eine Spielerkarriere, allerdings ohne den ganz großen Erfolg. Jetzt bereits seit 2019 Trainer im Jugendbereich in Dortmund. Auch ein Spieler, der als Spieler mit vielen Verletzungen zu tun gehabt. Auch deshalb letzten Endes nie die ganz große Karriere, die ihm vergönnt gewesen wäre. Dafür ein interessanter Trainer, der ihm auch schon in Dortmund durchaus Erfolg hat feiern können. Freistoß in diesem Fall gut verteidigt. Ball gut rüber auf die linke Seite. Kombination und leichte Überlagerung auf der linken Außenbahn führt dann allerdings nicht zum Abschluss, auch weil Brunner mit nach hinten gearbeitet hat. Reikhoff mit viel Geschwindigkeit. Weg zum Tor allerdings noch ein langer. Julian Reikhoff gibt den Abstoß. Reikhoff, der eben das 1:0 erzielt hat. Hier haben wir nochmal gesehen, wie viel Dynamik, wie viel Geschwindigkeit er in solche Situationen reinbringen kann. So, jetzt ist was drin von der Hitz mit gutem Laufweg. Kortin jetzt wiederum hat da gerade noch so das lange Bein zwischenbekommen. Aber der Pass war genau richtig. Kam genau in die richtige Schnittstelle rein. Und wenig hat da gefehlt, um direkt für Gefahr zu sorgen. Ja.
Brunner. Brunner kommt zum Abschluss. Blasic dazwischen, Nachschusschance. Und dann der Ball zum Glück ans Außennetz. Riesenchance für den BVB auf das 2:0. Hier sehen wir es nochmal. Brunner zieht Richtung Mitte, kommt zum Abschluss. Und dann ja, sind wir eher mit der Kamera auf dem Schützen drauf geblieben. Aber es gab eben nochmal die zweite Möglichkeit. Da eben auch wichtig, dass Blasic sofort wieder stand, den Winkel verkürzen konnte. Stürmer dazu gezwungen hat, eine Entscheidung zu treffen, die letzten Endes eben lautete, probiere ich mal links den Ball vorbei zu spitzen. Das gelang dann aber eben erkennbar nicht. So, da ist wieder was möglich. Komm mit dir! Komm, Junge! Komm, Pass, komm, Pass, komm, Pass, komm! Komm, Danny! Nachschieben! Einwurf für die Dortmunder. Wir entscheiden sich für den Weg wieder hinten rum. Mané. Wettchen kommt in dieser Situation aber nicht ganz durch mit seinem Ball, auch weil der FC zweimal, dreimal gut nachgegangen ist. Dann allerdings ein Foulspiel. Und die gelbe Karte gegen Matti Wagner. Rafa! Bring ihn! Ja! Wenn er aufgeht! Filippo! Ja! Hier, zweite! Laufwege, Leo! Ui, fast das Eigentor. Da hat nicht viel gefehlt. Ganz unangenehmer Ball von der Seite, scharf reingegeben. Zum Glück nichts passiert. Sehen wir hier nochmal. Der Freistoß von Lubach. Lang und länger. Und dann hinten Jaka Chuba-Potocnik. Fast ins eigene Tor. Beim Versuch, den Ball zu klären. Bleiben. Kopf innere Bahn. 4 und 2. Bleiben. Kopf innere Bahn.
Guter Ball, gutes Auge. Ja, gut gespielt. Pfiff bleibt aus. Doch nicht ausgeblieben. Sah abseitsverdächtig aus. Zweimal hat er in dieser Saison schon getroffen, der Slowene. Fast wäre es hier zum dritten Treffer gekommen, aber sowohl die Abseitsentscheidung wie dann auch sein Schuss hatten was dagegen. Aber knapp war es in jedem Fall mal. Und war ein guter Moment im Offensivspiel. Du musst drauf hier, komm! Über rechts die nächste Offensivaktion. Flanke kommt. Hindenbrunner. Wichtig, ihn zu verteidigen, Bein dazwischen zu bekommen. Zweiter Versuch für die Dortmunder. War Abschluss letzten Endes am Tor vorbei. 25 Minuten absolviert. Wir sehen hier weiterhin eine schnelle Partie. Mit insgesamt jetzt doch Vorteilen für den BVB. Insbesondere was die Chancen an sich angeht. Aber auf der anderen Seite der FC hier weiterhin nur mit einem Tor Rückstand, hat definitiv noch Optionen. Und einige gute Momente im Offensivspiel hatten wir eben auch schon. Auch wenn am Ende Robin Lisewski im Dortmunder Tor noch nicht richtig hat eingreifen müssen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, um welche Situation es ging. Aber auf jeden Fall auch auf der Bank des FC natürlich viel Betrieb. Stefan Rothenbeck und Mike Tolberg, die beiden Trainer heute schon oft in der Coachingzone gewesen. Der ist zu weit. Halleluja, ey. Gut, Julian. Komm wieder rein, Pass. Weiter, komm. Komm, komm mal! Hatte es vorhin schon einmal in einer kurzen, ruhigen Minute durchklingen lassen. Heute spielen natürlich die Männer noch gegen den VfB Stuttgart um 15.30 Uhr im Rhein-Energiestadion. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Partie darstellen lässt. Wird nicht einfach gegen den VfB, der allen voran durch Serhou Guirassy natürlich aufgetrumpft hat in der bisherigen Saison. Guirassy ja mit 10 Toren in 5 Spielen. Aber Steffen Baumgart wird da schon was einfallen, davon bin ich überzeugt. Stadion nachher ausverkauft. Sicherlich auch einige, die uns jetzt schon zusehen, die nachher dann mit im Stadion sind. Ist ja im Übrigen auch ein Kölscher Doppelspieltag. Um 19 Uhr die Haie zu Hause gegen die Adler Mannheim. Auch da, wer Interesse hat, gerne dabei sein. Und am Montag, da spielen unsere Frauen in der Bundesliga um 19.30 Uhr. Und zwar bei den Bayern. Frauen gewann ja zum Auftakt gegen Leipzig mit 2:1. Die Bayern wiederum spielten nur 2:2 gegen Freiburg. Und das Duell dann am Montag um 19:30 Uhr. So, der Freistoß für den FC aus guter Position. Bin gespannt, ob es eine direkte Variante wird. Fast ein bisschen weit. Da ist mehr so ein Chip, der manches Mal unangenehm werden kann für einen Torhüter, wenn er nicht weiß, ob der Ball aufs Tor kommt oder nicht. In diesem Fall war relativ früh klar zu erkennen, dass da kein Angreifer mehr zwischenkommen würde. Und entsprechend die Gesamtsituation geklärt werden konnte.
Brunner. Guter Zweikampf, in diesem Falle gleich doppelt geführt von Jakob Krautkrämer, der heute eben eine schwierige Aufgabe hat gegen Brunner, das bislang aber durchaus gut löst, viele Zweikämpfe gewinnt. Brunner ein Spieler, der enorm oft ins Dribbling gehen möchte. Und Jakob Krautkrämer hat da bislang immer die richtige Entscheidung oder oftmals die richtige Entscheidung getroffen. Ist ja seit 2020 im Verein. Rechte Abwehrseite, genau seine. Oh, Partie läuft weiter, wird nicht abgepfiffen. Schiedsrichter sagt, war kein Foulspiel. Und das ermöglicht den Dortmund dann diese Angriffssituation, die aber dann doch noch rechtzeitig gestoppt wird. Halbe Stunde absolviert. Weiterhin die 1:0 Führung für Dortmund durch das sehr frühe Tor von Julian Reikhoff. Das aber insgesamt für meine Begriffe wenig Einfluss auf den tatsächlichen Verlauf dieser Partie hatte. Weiter gut gespielt. Auch da wieder der Versuch nach vorne den Ball durchzustechen. Leider nicht ganz gelungen. Wollen wir uns den bisherigen Saisonverlauf des SFC nochmal zu Gemüte führen? Machen wir gleich. Guter Zweikampf, ja. Gut gelöst. Das war kein Foulspiel, auch wenn die Dortmunder das anders gesehen haben. Der FC kommt wieder über die linke Seite. Also kurzer Blick nochmal auf die bisherigen Ergebnisse. Begann gleich richtig gut mit einem 3:0 Auswärtserfolg bei Wuppertal. Dann zu Hause ein 1:1 gegen Schalke. Danach ein 2:0 Auswärtserfolg in Aachen. Die ja momentan auch gerade mal einen Punkt hinter dem FC stehen. Gladbach ebenso einen Punkt hinter uns. Auch bezwungen worden. Zuletzt dann aber eben zwei Niederlagen in Serie. Einerseits gegen Bayer 04 Leverkusen, die sich auf dem zweiten Rang befinden und dann sicherlich etwas überraschend, ebenso 1:2 wie gegen Leverkusen, die Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Bielefeld von Dortmund in der Runde zuvor mit 2:0 geschlagen worden, haben aber eben auch eine gute Mannschaft, die vielleicht in den ersten Partien etwas weniger als erwartet gepunktet hatte. Und heute will man selbstredend die dritte Niederlage in Serie in der Liga zumindest verhindern. Nächste Woche dann ja Pokal. Zweite Runde. Achtelfinale korrekterweise. Erste Runde gewann der FC ja mit 5:3 in Bremen. Da hatte in einer spannenden Partie Yusuf van Yang das 1:0 erzielen können. Poirier mit dem zweiten Treffer und dann ging es eben in der Verlängerung dank zweier Tore von
oder dank eines Tores von Luis Miguel Cortejo Lange, der bereits in der regulären Spielzeit getroffen hatte, sowie Ben Krüger positiv für den FC aus. Und die zweite Runde, die wartet eben am kommenden Wochenende, am Samstag. Und zwar trifft die Mannschaft dann auf Schalke. Da gab es ja, wie gerade erwähnt, das 1:1 am zweiten Spieltag. Wird also auch ein sicherlich spannendes und vermutlich auch enges Duell werden. Bin schon sehr gespannt, wie es dann eben gegen die Königsblauen laufen wird. Ich will keine Karten fordern, Schiri, um Gottes Willen. Aber warum bei uns Karte und dann nicht? Das war jetzt mal, glaube ich, auch gut hörbar, die Aussage über die Außenmikrofone. Ich will keine Karten fordern, aber warum bei uns und auf der anderen Seite nicht? Das ist ein durchaus berechtigtes Argument. Gelb war möglich, wurde aber nicht gezogen. Falsches kommt. Rausgefaustet von Lisewski. Ah, und die Konterchance für Dortmund. Die allerdings dann von Danilo Krefsun nicht weiter ausgenutzt werden konnte. Krefsun bislang mit 3 Toren in dieser Saison. Spielt bis Ausbruch des Krieges in der Ukraine für Schachtar Donetsk. In der vergangenen Saison, in der Hinrunde der Bundesliga West, dann für Preußen Münster aufgelaufen. Und dann schnell als so gut befunden worden, dass er bereits in der Rückrunde für Dortmund auflief. Hier haben wir ihn im Bild. Gute Sauge. Klasse Angriff jetzt über die linke Seite. Da könnte wieder was gehen. Einige Spieler mitgelaufen. Aber dann ja auch nochmal die Pirouette. Die funktioniert bei Bourrier. Gut gelöst. Wieder Bourrier. Mit der Flanke stand dann im Abseits. Aber Etienne Bourrier, durchaus ein interessanter Spieler, sehr wendig, einer, der einen wirklich guten Bewegungsablauf hat, trickreich ist, dynamisch. Viele Dinge, bei denen es schwer ist, sie einem Spieler beizubringen, wenn er sie nicht mitbringt. Und spielt ja seit vergangenem Jahr, sprich erst im 1.2022 wechselte er damals vom KSC zum FC. Viele Vereine waren an ihm dran, hat sich dann eben für den Weg nach Köln entschieden. Und bislang ja auch schon 3 Tore in dieser Saison der Bundesliga West. Der U19 Bundesliga West. Doppelpack gleich eben am ersten Spieltag gegen Wuppertal und dann zuletzt gegen Leverkusen das einzige Tor für den FC geschossen. Und wie vorhin schon erwähnt, auch im Pokal gegen Werder Bremen zugeschlagen. Oh!
Guter Sprint. Gut nachgesetzt. Insbesondere die Kombination über die linke Seite funktionieren immer wieder, wenn dann auch der letzte Ball noch nicht durchkommt. Aber das könnte sich jetzt ändern. Ja, auch in diesem Falle wieder. Aber auch das war ein starkes Dribbling. Genau die richtige Entscheidung getroffen, was das Dribbling von der linken Seite angeht. Tempo drin. Viel Beweglichkeit. Auch wenn dann in der Mitte eben der eigene Mann nicht gefunden wurde. Jakacuba Potocnik hier mit dem Ballverlust. Gegenseite Konter der Dortmunder über Lubach gegen Brunner. Oder für Brunner vielmehr. Der da mit Krautkrämer wieder einen sehr energischen Rivalen gegen sich hat. Und man merkt, Brunner, ja, auch wenn er hier den Freischuss gepfiffen bekommt, aber viel mehr als Freischuss war es dann nicht, aber verliert also ein bisschen die Nerven. Weil ich finde, dass Krautkrämer das richtig gut macht. Immer eng dran ist an ihm, ihn nicht ins Dribbling kommen lässt. Viele Zweikämpfe bestreitet. Und man merkt Brunner an, dass diese Herangehensweise nicht unbedingt die ist, die ihm den meisten Spaß bereitet. Leonardo Posadas wieder auf Filippo Mané. Mané. Ja, Ball war offenbar noch nicht draußen. Insofern wichtig, dass Blasic da hingegangen ist. Mané. Gut, jetzt die Möglichkeit. Über Jakacuba Potocnik. Man legt den Ball noch durch. Gute Chance. Beste Gelegenheit für den FC in dieser Partie. Auch wenn es nicht den großen Abschluss gegeben hat. Aber da fehlten nur Zentimeter für Arda Süne, um den Ball richtig nutzen zu können. Hier noch einmal. Und dann muss man natürlich auch sagen, geht Leonardo Posadas volles Risiko. Aber wird dafür belohnt. Brunner. Schuss kommt. Neotello blockt den Ball richtig gut. Aber was war das für eine Chance? Auch ein guter Ball letzten Endes von Jakacuba Potocnik, der in der Lage war, den eben durchzustecken. Und hätte Arda Süne sich vielleicht leicht anders umgedreht, dann hätte er auch die Chance gehabt, zum Abschluss zu kommen. Komm, Julian, komm, 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 kom
Ersten 45 Minuten absolviert, gibt keine Nachspielzeit. Dortmund führt mit 1:0 durch das Tor von Julian Rajkov aus der dritten Minute. Dortmund insgesamt mit mehr Chancen, aber der FC macht das gar nicht mal schlecht. Mannschaft hält hier gut gegen, ist in der Lage, den Rivalen ja, zu nicht allzu vielen Chancen kommen zu lassen. Der BVB hatte vielleicht ein, zwei weitere Gelegenheiten. Ansonsten auch der FC mit vielen guten Momenten, vor allem über die Flügel. Einige gute Dribblings, zu oft allerdings kommt der letzte Pass noch nicht an. Wenn man das hinkriegt, dann ist hier sicherlich auch noch, was das Ergebnis angeht, eine Menge mehr drin. Wir machen eine kurze Pause und hören uns dann hier wieder bei YouTube. Natürlich auch in der zweiten Hälfte, dank unseres Partners Sparkasse, gibt es das Spiel kostenfrei auf unserem Kanal zu sehen. Freuen wir uns drauf. Kurze Pause, dann geht's weiter.
auf jeden Fall nicht, dass Liga nicht unrecht ist, aber für Torwart. Thank you.
einer unten Seitenauslinie. Hinhalten, einmal draufschlagen, kurzes Absetzen, schnelle Bewegung, drei Stück zum Kopfball hoch, kurz, vor zurück. Wenn das ist ein Einzelfall, dann ist das ein Fall.
Mann beim Warmmachen. Wir brauchen uns da. Willkommen zurück zur zweiten Hälfte. Der FC zu Gast bei Borussia Dortmund. Die Gastgeber führen hier mit 1:0, wie wir eingeblendet sehen. Julian Reikhoff hatte früh in der ersten Hälfte in der dritten Spielminute den bislang einzigen Treffer beigesteuert. Wir sehen ein durchaus temporeiches und, wie ich finde, nicht unattraktives Spiel zwischen dem aktuell Ersten der Bundesliga U19 in der Staffel West, zwischen dem BVB und dem aktuell Fünften, dem FC. Ich denke auch, dass für den FC im Hinblick auf die zweite Hälfte noch ein bisschen was möglich ist. Wir werden es genauer beobachten. Jetzt, soweit ich das überblicken kann, beide Mannschaften ohne personelle Veränderungen. Medizinischen Abteilung und ähnliches muss jetzt noch einmal kurz rüber und dann kann es gleich weitergehen mit der zweiten Hälfte. Jan-Peter Wessels weiter in der Unparteiische. Der FC weiter in Rot, Dortmund in Schwarz und Gelb. Seiten wurden gewechselt. Nun also spielt man aus Sicht des Teams von Stefan Rutenbeck gegen die Sonne. Wobei ich nicht weiß, wie sehr das beeinflusst. Ich glaube, die Sonne steht hoch genug, als dass es wirklich eine negative Beeinflussung hier gäbe. Kurzer Blick vielleicht auf die Auswechselbänke bei nächster Gelegenheit. Nehmen wir zunächst natürlich erst nochmal diesen Angriff mit, der nicht schlecht ist. Ja, erste Offensivaktion im zweiten Durchgang, die gar nicht mal verkehrt war und wirkte. Versucht sich hier durchzusetzen, noch nicht gelungen. Also schneller Blick auf die Auswechselbank. Luis Hauer sitzt dort als Ersatzhalter. Dazu Gabriel Miocevic, Marlon Becker, Luis Miguel Cortijo Lange, Sanluca Spitali, Nick Zimmermann und Phil Tilkes. Beim BVB heißen die Optionen Marlon Zacharias als Ersatzhalter. Dazu Raul König, Charles Herrmann. Achtung, jetzt diese Chance. Brunner rutscht da kurz weg, weil er gut bearbeitet wird. Und am Ende auch das Verteidigungsspiel von Julian Pauli gut aussieht. Kein Durchkommen gegen Pauli. Auch Krautkrämer kommt da noch gut mit rein. Das sieht abseits verdächtig aus, wird dann auch gepfiffen. Also die weiteren Optionen bei den Dortmundern noch, neben den schon angesprochenen Zacharias, König und Herrmann, Tyler Meise, dazu Vincenzo Onofrieti, Usman Diallo und Marlon Ubani. Chance für die Dortmunder, Achtung, gefährlich. Gutes Dribbling über die rechte Seite. Und dann die Abschlussmöglichkeit, bei der Blasic gut reagiert. Nächste Situation für die Gastgeber, aber Mané mit dem Ball ins Seitenaus. Aber das hier war richtig knapp. Werden wir gleich vielleicht nochmal sehen, insbesondere das Dribbling von Cole Campbell mit der Nummer 10 war eines, was nur ganz schwer zu stoppen war. Danilo, bleib!
Pelle. Pauli. Gut gelöst. Ja, Flanke kommt jetzt aus vollem Lauf. Mané mit einem wichtigen Kopfball, denn ansonsten hätte Jakacuba Potocnik eine klasse Kopfballchance vorgefunden. Gibt den Eckball. Schnell, Position! Goal, wach! Goal! Beide sehen! Goal, hinter dir auch! Beide! Goal, pass auf! Zweite Bälle, Goal! So, Ecke kommt. Etwas zu flach in diesem Falle. Die Variante, die sehr dicht vors Tor gezogen werden sollte. Waren viele Spieler auch auf Höhe des 5-Meter-Raums. Also man merkt der Mannschaft schon an, dass sie hier sich auch im Hinblick auf die zweite Hälfte eine Menge vorgenommen hat. Gut, jetzt durchgebrochen auf der linken Seite. Ja, Ball kommt von Wagner und dann nochmal die zweite Schussmöglichkeit. Chuba Petocznik mit dem Abschluss, den Lisewski parieren konnte. Gegenseite, Campbell. Wird dann aber eben gut gedoppelt. Ah, holt den Freistoß raus. War für meine Begriffe das Einzige, was er da tatsächlich machen konnte. Und obendrein auch noch die gelbe Karte gegen Kian Hekmat. Campbell. Eigentlich mehr über Hekmats Beine gestolpert, so sah es für mich hier aus. Nachdem Hekmat die Innenseite hatte. War jetzt für meine Begriffe nichts, was man da unbedingt so hätte entscheiden müssen, wie es der Unparteiische getan hat. Aber gut, gibt den Freistoß. Achtung, guter Ball hinten, die Chance für die Dortmunder, aber letzten Endes ungenutzt. Gräfsohn, der da zwar rangekommen ist, aber nicht wirklich gefährlich werden konnte. Über rechts geht's mit viel Tempo. Ja, Eckball rausgeholt. Schöner Laufweg von Krautkrämer, der dann mit viel Geschwindigkeit kam. Schade, dass seine Flanke da nicht durchgekommen ist, aber immerhin der Eckball. Julian, gut! Fares! Flanke kommt. Ja, und die Kopfballchance ist gut! An dem Pfosten! Was für eine Gelegenheit! Jakacuba Potocnik mit einem super Kopfballspiel.
aber leider dann eben nur ans Aluminium. Klasse Flanke, klasse Kopfball. Lisewski hätte nie eine Chance gehabt, den zu parieren. Rajkov. Gut gelöst. Krefsum. Campbell versucht, Rashidi mit einzubeziehen, der allerdings kein Durchkommen findet. Haschaui hat das sehr, sehr gut gelöst. Gelegenheit läuft über die linke Seite, kommt aber leider nicht durch in diesem Falle. Flanke ist gefährlich. Blasic, das war wichtig. Gut gemacht. Klasse Laufweg von Wagner. Und er holt den Freistoß raus. Aus guter Position. Und jetzt gibt es auch mal eine gelbe Karte gegen einen Dortmunder Spieler. Hier sehen wir es nochmal. Mané derjenige gewesen, der da gezogen hat. Und entsprechend die gelbe Karte sehen wird. Die haben wir auch nochmal gut sehen können, auch wenn Wagner weit in den Strafraum reingeflogen ist. War es dann eben so, dass er... Also wenn er musste alle beiden Seiten sehen. Die beschweren sich die ganze Zeit. Da gibt's ja gar nichts. Also Mike Tullberg kassiert da jetzt die gelbe Karte. Ja. Ey, Rafa! Vor! Ey, schieb vor! So, Freistoß jedenfalls. Ja, so ist besser, Kiel! Gut, Rafa! Aus der halblinken Position. Ja, versucht uns direkt. Aber leider dann der Abschluss doch ein gutes Stück drüber. Dennoch, der FC hat jetzt bessere Chancen als in der ersten Hälfte. Untermauert wird das nochmal durch diesen Freistoß. Insgesamt fehlte eben im ersten Spielabschnitt die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor, insbesondere was den letzten Pass anging. Der oftmals nicht durchkam, das war in diesem Fall anders. Achtung, jetzt die große Möglichkeit für die Dortmunder durch Campbell, aber klasse pariert. Blasic, der lange stehen bleibt, aufpasst und entsprechend die Situation bereinigt. Dicke Gelegenheit für Dortmund und sie kommen wieder über Brunner. Brunner, spitzer Winkel. Yes.
Nochmal hier. Dieser Pass in die Tiefe. Die Chance für Campbell. Und dann Blasic mit dem Fuß dazwischen auch nochmal aus der reinen Torhüterperspektive. Erster Weg zurück. Und dann macht das genau richtig. Immer den Blick auf den Gegenspieler, auf den Ball gerichtet. Elfmeter. Brunner mit Tempo reingegangen. Sucht nach einem Kontakt. Den bekommt er vermutlich. Aber ich sehe es auch an der Reaktion von Kian Heckmatt. Das war schon ein bisschen soft und eben sehr darauf fokussiert bei Brunner, dass er dort getroffen wird. Dass er dort berührt wird. Er sucht den Elfmeter. Er weiß, wie er ihn bekommt. Sagen wir es mal so. Und das war 0. Blasic wäre fast noch dran gewesen. Aber so trifft Brunner zum 10. Mal in dieser Saison. Hat sich den Elfmeter selbst ja, rausgeholt. Und dann sehen wir es hier nochmal. Ball prallt, glaube ich, auch im für Blasic genau falschen Moment da nochmal auf. Da hat wirklich wenig gefehlt, um den Elfmeter zu parieren. Schade drum. Hat sich jetzt in diesem zweiten Durchgang nicht unbedingt angekündigt, dass Dortmund auf 2:0 erhöhen würde. Dem BVB ist es letzten Endes aber gelungen. Mal wieder hinten rum bei den Gastgebern. So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass ja, der Mannschaft das schon wehgetan hat, dieser zweite Treffer. Der erste hat dem Team insgesamt wenig ausgemacht. Dass man schnell zurückgekommen hat, sofort danach auch Gelegenheiten gehabt. Zumindest gute Momente. Da merkt man jetzt eher, dass Dortmund mit etwas breiterer Brust spielt und ja, das schon ein Wirkungstreffer irgendwo war. Ja,
Gut angedribbelt von Aschaui. Hekmat. Seidan, du bist frei, gut! Filippo! Filippo, ein bisschen mehr, ein bisschen raus! Raus, Seidan! Paris, komm raus! William! Schieben! So, Freistoß von der rechten Seite. Aber kommt nicht ungefährlich. Männer sehen! Zentrum! Wieder schnell! Filippo, jetzt ist okay! Noch einmal hier, okay. Dieses Dribbling und eben auch das Foulspiel. Julian, ein bisschen mehr unterstützen! So, und aus einer ähnlichen Situation gab es ja die bislang beste Chance für den FC. William, pass auf! Den Kopfball von Jakub Schuba-Potocznik. Und jetzt fast das 1:2. Julian Pauli kommt da gut an den Ball heran. Aber leider der Ball dann am Ende eben nicht ins Tor. So, erster Wechsel. Runter geht Kian Hekmat und neu mit dabei Phil Tiltges. Juba Potocznik. Gut, rüber auf die linke Seite. Flanke kommt aus vollem Lauf. Und am Ende Lisewski, der da ganz gut den Ball hat runterpflücken können. Schuss kommt. Ja. Nächste gute Gelegenheit. Leo, Filippo, halt der Ball ins Zentrum. Wir spielen in den Pressing-Ausstößer rein. Filippo, Leo, wenn die kommen, achte auf. So, auch auf der anderen Seite gibt es jetzt neues Personal. Charles Herrmann kommt für Cole Campbell. Wechselt er im Übrigen auch positionsgetreu verlaufen dürfte. Thank you.
Schiedsrichter mit dem Foulpfiff und gleich für den FC die Kontergelegenheit. 20 Minuten noch zu spielen in dieser Partie. Au, das war auf den ersten Blick schon ein Foulspiel. So, und wieder Freistoß. Wieder aus einer Position, aus der was passieren kann. Mitgehen dann. Wieder Position. Julian, Julian. So, mal sehen, was man aus dieser Situation jetzt machen kann. Arbeitet mit dem Körper. Ah, gefährliche Chance. Gute Gelegenheit. Ein Tor wäre jetzt auf jeden Fall verdient. In Anbetracht der zweiten Hälfte kann Dortmund froh sein, dass sie hier das 2:0 haben erzielen können und der FC auf der anderen Seite hier weiter leer ausgegangen ist. Zwar war Dortmund im ersten Durchgang grundsätzlich überlegen, im zweiten würde ich das aber definitiv nicht mehr so unterschreiben. Gute Chancen, gute Situationen. Leider am Ende ohne den Torerfolg. Gut, unser Ball, gut. Foulspiel. Was ist noch möglich in den verbleibenden gut 15 Minuten? Ein Tor macht hier wieder viel auf. Nochmal abgelegt. Schuss ist, ja, dann letzten Endes doch abgerutscht. So, es wird nochmal wieder gewechselt und zwar beim BVB. Vincenzo Onofrietti ist das, der hier gleich in die Partie kommen wird. Also nochmal in der Schlussphase. Frisches Personal. Julian Reikhoff derjenige, der reinkommt. Na,
Wagner gut draufgegangen, trotzdem bleibt Dortmund am Ball. Wädchen, ja, Brunner hätte da gerne einen weiteren Elfmeter bekommen, aber gibt da zu Recht in meinen Augen keinen Strafstoß. Schaui. Gut kombiniert, gibt den Freistoß. Und zusätzlich die gelbe Karte gegen William Rashidi. Ein Freistoß aus dieser Position hatten wir ja schon mal. So, Doppelwechsel jetzt nochmal beim FC. Krautkrämer verlässt den Rasen. Cortijo Lange kommt, genauso wie Zimmermann. Jaden! 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 Der Zehner hier! Ja. Ich habe jetzt nicht genau erkennen können, wer der andere Spieler war, der runtergegangen ist. Neben Krautkrämer. Könnte. Ah, werden wir gleich nochmal sehen. Ich vermute von der Hitz. Aber werden wir versuchen, gleich nochmal nachzuprüfen. Gibt jedenfalls jetzt erstmal den Freistoß. Ja, gefährlicher Ball. Nochmal die Schusschance, die Nachschusschance. Don't be passive. Come on, boy. For fuck's sake, you can't be tired. We only played 80 minutes. Genau, Justin von der Hitz. Derjenige, der runtergegangen ist. Tyler! Check your back, William. Check your back. Robin! 10 Minuten noch. Nächste Woche, ich hatte es ja schon gesagt, gibt es am Pokal. Jetzt aber für die Dortmunder erst nochmal die Chance über Wädchen. Holt den Freistoß raus. War ein Foul, das sich über mehrere Meter gestreckt hat. Und es gibt glatt rot. Das wundert mich jetzt. Finde ich von der Härte der Strafe dann doch übertrieben. Und trifft Phil Tielkes,
der erst vor wenigen Minuten den Rasen betreten hat. Da haben wir es nochmal, Thielke. Thielkes. Also eine Notbremse war es in meinen Augen nicht. Ich finde auch nicht, dass sie ihn so schlimm erwischt hat, dass da Rot irgendwo gerechtfertigt wäre. Also für mich fraglich. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wieso es da die rote Karte gibt. Gelb vertretbar. Rot verstehe ich nicht. Und zwar vom Ansatz her auch nicht. Ist mir schleierhaft, was da die Begründung ist. Tyler Meiser wird jetzt nochmal kommen. Und Freistoß für den BVB aus guter, aus sehr guter Position. Onofrietti mit der 18. Eine Option. Vermutlich die heißeste. So ist es, Onofrietti, gut pariert von Blasic. Also nochmal. Mir fehlt ein bisschen der Ansatzpunkt, wo es dafür die rote Karte gab. Oftmals, man muss ja nicht hundertprozentig mit dem Schiedsrichter mal einer Meinung sein, aber oftmals weiß man ja, was der Grund war, was der Schiedsrichter genau geahndet hat oder wieso er etwas bewertet hat. In diesem Fall ist es mir schleierhaft, was Jan-Peter Wessels dort getrieben hat, auf Rot zu entscheiden, ob es für ihn so brutal aussah aus irgendeinem Grund. Mich wundert's. Mich wundert's. Der FC jedenfalls in Unterzahl. Für mich eine Fehlentscheidung auch nach Anbetracht, nochmaligen Anbetracht, nochmal rückgespult der Bilder. Keine Ahnung, aber gut. Muss die Mannschaft jetzt mit umgehen. Und hoffentlich nicht in irgendein Konterrennen wie diesen hier. Blasic, passt da auf. Hier noch einmal. Ball von Brunner. Und dann Hermann. Und letzten Endes ist es Wagner, der da gut aufgepasst hat. Doppelwechsel, der sich gleich dann nochmal ergeben wird. Wenn ich es richtig erkannt habe, Marlon Becker und Gabriel Mircevic, die reinkommen werden. Also da haben wir die beiden Neuen. Kommt. Ja, gute Situation. Schuba Potocznik wäre da fast wieder reingekommen. Nein, lass liegen. Charles.
Abschluss dann allerdings doch deutlich drüber. Das sieht jetzt danach aus, als würde es die leider dritte Niederlage dann in Folge geben für die U19, die sich heute auf hohem Niveau gegen das verlustpunktfreie Dortmund hier präsentiert haben. 0:2 entspricht für meine Begriffe nicht unbedingt dem, was wir gesehen haben. Die Mannschaft hatte Chancen auf mindestens ein Tor. Ich finde nicht, dass Dortmund hier wirklich dominant war. In bestimmten Momenten ja, aber auf die gesamte Spieldistanz betrachtet eher nicht. Zur roten Karte haben wir auch schon alles gesagt. Auch der Elfmeter war ein eher glücklicher. Zwar konnte man dort sehen, wieso es ihn gab, aber die Entscheidung als solche empfand ich dann doch als relativ hart. Und insbesondere in einer Phase war das, als der FC drauf und dran war, hier den Ausgleichstreffer zu erzielen. Kontrolle! Tyler, genau, Junge! Tyler, nur hier, flach, nur hier! In, in! Innen, Tyler! Rafa, Rafa, Rafa! Gut aufgepasst von Wagner. Der heute eine richtig gute Partie gemacht hat, Matti Wagner. Viel Einsatz. Ah, jetzt hat er da leichte Schmerzen, so zumindest ist es ihm zu entnehmen hinten. Hoffen wir mal, dass er sich da nicht wirklich vertreten hat und gleich noch weitermachen kann. Aber sieht nicht so richtig gut aus bei ihm. Filippo Mané. So, und da haben wir Wagner, bei dem jetzt gut zu erkennen ist, dass er den Sprint nicht mehr voll gehen konnte mit der Nummer 3. Wird jetzt natürlich noch versucht, nachdem das Wechselkontingent erschöpft ist und die Mannschaft ohnehin schon in Unterzahl spielt, die letzten Minuten hier inklusive Nachspielzeit noch auf dem Platz zu verbringen und das Team zu unterstützen. Hoffen wir mal, dass er sich da nicht wirklich verletzt hat. Sieht inzwischen schon wieder etwas runder aus. Hier kommt er dann sogar noch an den Ball. Aber das wird er, so macht es den Anschein, heute Abend noch ganz gut spüren. Flanke ist nicht verkehrt. Letztlich eine Spur zu weit. Gutes Dribbling. Gutes Dribbling, immer noch. Klasse gelöst und dann die Abschlusschance aus Spitzenwinkel. Tolle Gelegenheit. Und dieses Tor hätte sich das Team mittlerweile so verdient. Nick Zimmermann war das mit dem Dribbling. Und Marlon Becker mit dem Abschluss aus Spitzenwinkel. Aber insbesondere Zimmermann, dort nicht vom Ball zu trennen gewesen. Scheiße, Mann! Zweite Mal! Komm hier
Halber! Harris Bruder! Gut, Jaden! Stehen bleiben! Plasic auch heute mit einigen guten Paraden. Nochmal guter Ball nach vorne. Gute Sauge rüber auf die linke Seite. Abschluss ist fast da. Wieder fehlen nur Zentimeter für Jaka Chuba Potocznik, der heute viele gute Bewegungen drin hatte. Noch einmal hier. Vorlage war nicht verkehrt. Und man sieht es auch an der Reaktion von Marlon Becker. Der wusste, dass es knapp war. Oh, Schuss nochmal klasse entschärft. Prima Parade von Alessandro Blasic. Und das war dann gleichzeitig auch der Schlusspunkt in dieser Partie. Am Ende gewinnt Dortmund also mit 2:0 gegen den FC. Dortmund durch ein frühes Tor in Führung gegangen. Julian Rajkov hat es in der dritten Spielminute erzielt. Dann Brunner per Elfmeter zum Endstand von 2:0. Es war eine Begegnung, in der der FC auch mindestens ein Tor hätte schießen müssen. Finde weiterhin die rote Karte unverständlich. Aber gut, vielleicht gibt es da im Nachhinein noch eine Erklärung, weshalb der Schiedsrichter sich eben für den Platzverweis entschieden hatte. Der FC mit vielen guten Momenten. Schade, dass es dann nicht geklappt hat. Aber hat uns dennoch gefreut, dieses Spiel hier dank der Sparkasse mit zu live zu übertragen auf unserem YouTube-Kanal. Und jetzt blicken wir natürlich schon gespannt auf das, was uns um 15.30 Uhr in der Bundesliga erwartet, wenn der FC auf den VfB Stuttgart trifft. Und freuen uns drauf und hoffen natürlich auf 3 Punkte für die Elf von Steffen Baumgart. Das war's von unserer Stelle hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.